Der ein oder andere hat scheinbar doch mal Bock, sich auch mit mir gemeinsam Seebrücke anzugucken. Ja, dann wollen wir mal, ne? Schiff ahoi, sag ich nur. Während meine Familie dann geschlafen hat noch, bin ich meistens rauf auf den Balkon oder aufs Deck und hab, wie hier jetzt zu sehen, die Einfahrt zum Beispiel von Seebrücke gefilmt. Und was sehe ich da? Was ist das für ein Pott? Die AIDA Diva. Freuen wir uns doch jetzt. Juhu. Auf jeden Fall haben wir direkt dahinter eingeparkt. Seitlich eingeparkt. Vorbildlich, Herr Kapitän. Für die, die nicht so oft vielleicht Kreuzfahrt fahren oder wie immer das heißt, hier mal ein kleiner Umblick vom Balkon aus, einmal rundrum, wie das hier so aussieht. Und dann gehen wir gleich gemeinsam von Bord und gucken uns ein bisschen Seebrücke an. Also wieder runter vom Schiff, der eine oder andere fährt mit dem Bus nach Brügge oder sonst irgendwo hin. Wir haben auch hier das Motto walten lassen, wir gucken uns einfach nur das Hafenstädtchen an und verbringen die restliche Zeit auf diesem riesen Pott. Also so ein bisschen Gedöne ist das schon, bis man dann wirklich aus dem Hafen Terminal rauskommt und in die Freiheit entlassen wird, hätte ich beinahe gesagt. Habe ich auch gesagt. Nachdem wir uns dann hier den Yachthafen angeschaut haben, sind wir an so einem Aussichtsturm vorbei. Der war irgendwie angepriesen worden. Wir sind einfach weitergelatscht Richtung Strand. An dem Tag, glaube ich, haben wir 23.000 Schritte gemacht. Jo, so war das. Nachdem wir ein bisschen enttäuscht waren vom Strand, wir hatten irgendwie vielleicht eine kleine Promenade erwartet oder so, aber da war alles irgendwie Umbau, haben wir uns hier die Kirche noch angeschaut mit einem angehängten Soldatenfriedhof. Luft holen zwischendurch wäre auch schön beim Quasseln. Ja, hier zu sehen die fette Brücke und wer genau hinguckt, der sieht, dass sich da so ein Riesenkran gerade durchschiebt. Also das war schon echt ein heftiger Anblick. Hier sehen wir jetzt erst nochmal vom Heck aus. Nicht vom Heck, sondern wir schauen nochmal auf das Heck der AIDA Diva. Und gleich zoomen wir nochmal schön. Hier kann man es sehen, seitlich dran vorbei, bevor wir wieder auf die Nova gehen. So, jetzt wieder zum Terminal. Und dann mussten wir leider auf dem Hafengelände mit Bussen fahren. Wir mussten also erstmal natürlich wieder Check-in machen, dann in den Bus rein, dann sind wir zur Nova gefahren worden. Warum, weiß ich nicht genau. Das ist eben halt da so Vorgabe bei denen.
Ich vermute mal, weil da überall nagelneue Autos waren, rumgestanden haben und dass die irgendwie nicht demoliert werden sollten. Da sieht man die Autos und dann sind wir wieder auf die Nova gegangen. Hier halten wir nochmal ganz kurz inne. Da sieht man die erste große Suite da rechts. Jetzt ist es schon wieder weg. Das war unsere. Wir gehen an Bord und schauen nochmal gemeinsam auf die AIDA Diva und legen dann Wacker Fein ab aus dem Hafen von Seebrücke. So, wenn euch da ein bisschen Bock gemacht habt, dann freut euch auf den dritten Teil und ansonsten redet einfach nicht drüber.